Ja, moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich habe gerade mal noch meinen Rucksack gefunden. Das ist auch ganz gut so. Die Zombies sind immer noch ganz fleißig. Aber ich muss mich erstmal anziehen. So, für Bleeding werde ich mir erstmal was anziehen. Weil ich werde jetzt gleich runtergehen. Sonst. Die Steinmauer hält natürlich echt stark, ne? Die Spikes gut. Das geht so. Da liegen übrigens meine Rucksäcke. Also wer die letzte Folge nicht gesehen hat, der hat was verpasst. Das solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal reinziehen. Denn das war sehr spannend. So, ich suche mir gleich mal einen Platz hier. Gleich mal eine Tablette nochmal reinzimmern. Aber, ne? Die Spikes, zwei Reihen ist schon sinnvoll. Man hört's ja, ne? Aber ich werde mir jetzt ein paar Zombies schnappen. Und die auch looten. Also wenn ich das schaffe. Hunde höre ich irgendwie gar nicht mehr. Ist das richtig? Da kommt ein Hund. Den, ja, also hier sind ein paar Spikes sind noch da. Ja, vielen Dank. So, mal gucken, wie viel Schüsse hält er eigentlich aus. Oh, nicht so viele. Jetzt kann ich den aber leider nicht looten. Okay. Okay. Wir gehen nun da. Gucken wo. Hier, ne? So, mal gucken. So, hier ist erstmal alles gut. Wir werden in dieser Folge Zombies töten. Die sollen mal alle schön zu mir kommen. Da ist der Hund auf jeden Fall, den höre ich schon mal. Mal gucken, vielleicht ist er tot, bis er bei mir ist. Ich werde erstmal Pfeil und Bogen benutzen. Und dann für die größeren würde ich die Magnum nehmen. So. Muss nur aufpassen hier wegen den Hunden, dass ich den nicht irgendwie begegne. Die halten richtig was aus. Das sollten schon Headshots werden. Damit habe ich jetzt so schnell. Der hat doch viel weniger. Gut, der kann natürlich auch durch mehrere Spikes gelaufen sein. Okay. Ich glaube, ich kann mir bald dann auch nochmal bessere Waffen herstellen. Schüsse habe ich auf jeden Fall noch genug. Oh, da liegt er schon. Okay. Hundis. Ja, die Spikes gehen gar nicht, ne? Die sind schon sehr geil, sehr geil. Okay, da kommen nochmal Hunde, die sollen ruhig da lang erstmal. Kann ich nämlich meinen Bogen nochmal kurz reparieren. Ja, die letzte Folge, Freunde der Sonne. Das war richtig schräg. Also, ich habe damit auch keine Erfahrung, so häufig so bescheuert zu sterben. Überhaupt, das ist. Die sind ja quasi gestartet. Und das Ding war durch, ne? Meine Fresse.
Den habe ich nicht gut getroffen. Komm. Stell dich nicht so an. So, die sterben von alleine. Da muss ich nicht viel machen. Da ist ja eh nichts drin. Okay, damit muss ich mich auch nochmal auseinandersetzen, was das eigentlich genau bedeuten soll. Ich hatte das schon mal. Weiß gar nicht so richtig, was das ist. Ah, meine Wellness, das nervt mich. Also die muss ich echt zügig wieder hochbekommen. Ein paar Spikes haben es ja auf jeden Fall überlebt. Ich meine, dass die aber auch so dusselig sind, da hinten lang zu laufen. Die wissen schon, dass denen das nicht so viel bringt, ne? Ich glaube, die sind da auch noch nicht mal annähernd durch. Komm, du musst jetzt auch. Bist da zu dicht dran? Wo sind die Verbände? Ach, die hatte ich unten. Oh, dem nicht. Auf der 7 habe ich die. Die habe ich gerade nicht gesehen. Das war ein bisschen Panne. Oh, da hinten kommt nochmal... Ja, ist die 6. Horde, ne? Ich meine, da kommen Wellen ohne Ende. Also, dass da im Haus ein bisschen was passiert, das sollte wohl jedem klar sein. Ich habe aber irgendwie blöderweise, muss man sagen, habe ich meine... Pistole oben gelassen. Denn ich habe ja mittlerweile... Oh Gott, wie liegt die denn hier? Habe ich ja meine Patronen wieder. Weil ich hatte ja nicht mitgerechnet, dass die... Oder nicht dran gedacht, dass die... ...9 mm oben in der Tasche sind. Ich hatte das nicht so richtig auf dem Plan. So, den schnappe ich mir gleich auch nochmal. Mich würde aber eigentlich mal interessieren, das mache ich jetzt mal als nächstes. Ich hoffe, die sind da hinten noch nicht so weit durch. Wie sieht das eigentlich da aus? Alles gut, kommt mal rum hier. Leider kann ich dich jetzt nicht looten. Sind die durch? Naja, fehlt nicht mehr viel. So, du. Biene. Bleib schön da. Ah, Mann ey. Sehr gut. Ja, die Feral-Zombies, die haben schon ein paar interessante Sachen dabei. Jetzt muss ich nur kurz mal gucken. Also quasi die Jungs hier mitbitten. Ich muss mal ein bisschen klüger sortieren oder halt wegschmeißen. Das war ja hoffentlich kein Iron. So, du bist auffällig. Du wirst eigentlich schon quasi tot sein. Ist der nicht durch die Spikes gegangen? Alter! So, jetzt werde ich... das nehme ich jetzt nicht mit. Okay, ach, hier. Komm mal ran. Aber ans Haus sind sie auf jeden Fall noch nicht rangekommen. War da hinten gerade ein Hund? Komm ran. Level 30. Sehr schön. Ja, aber... Ich habe aber noch so viel Muni.
Ja, das sollen die nach hinten. Ups. Am besten sollen die aber eigentlich hier nicht durch. Deswegen müssen wir gucken, dass wir die hier noch ein bisschen wegkriegen. Sind die hier schon drin? Ja, einer dann höchstens, ne? Das ist doch nicht auf, ne. Kommt mal, genau. Kommt mal mit. Hier sind noch ein paar Spikes, da könnt ihr schön lang. Ach, das ist kein Hunter. Also das wird ein Aufräumen, Freunde der Sonne. Dafür möchte ich eigentlich Schmerzensgeld haben. Das ist richtig übel. Und eine Welle nach der anderen. Mit Hundis. Ja, also ich muss sie halt ein bisschen weglocken da. Nicht, dass sie die ganze Zeit da hinten auf die Wand einprügeln und sich versuchen da durchzubohren. Ich weiß, da kommt ein Hund. Irgendwo. Irgendwo. Wo ist er? Ja, das hört sich so super laut an. Sehr schön. So, der müsste doch auch gleich liegen. Er ist gerade schwierig mit Looten. Ich habe aber auch so meine Favorites gerade. Nicht, dass hier noch von hinten was kommt. Nee, alles gut. Och, Fräulein. Fräulein. So. Fett. Das wird ein Aufräumen. Alter Verwalter. Bundy, was machst du da? Da war ich nervös. Hier ist so ein blöder... Lass mich in Ruhe. So, hier ist ein Bulle. Den nehmen wir uns nochmal vor. Er ist natürlich auch wieder bescheuert. Sparen. Wir sind unter 100 jetzt. Wenn er so schön alleine kommt. Ich weiß, da liegt noch ein Bulle hinter ihm, aber eigentlich müsste er ja ein bisschen bessere Teile haben. Und solange wir hier so entspannt, ohne Bulle und ohne Hund sind, dann können wir auch die 500 Pfeile auf den Feral abschießen. Aber ich bin erstaunt, damit hätte ich jetzt nicht so sehr gerechnet, wie gut die Pflastersteine halten. Ich hätte die ja auch eben reparieren können, das wäre vielleicht auch nochmal klug gewesen. Aber die haben ja immer noch eine Wand, wo sie durch müssen. Alter, was hält der denn aus? Kommt da schon wieder bestimmt gleich ein Zombie, oder nicht? Gleich nehmen wir uns eine Magnum. Ja, wunderbar. So, mal gucken, was er hat. Jawohl. Ich glaube, ich kann mir bald eine SMG herstellen sogar. Dafür müsste ich irgendwie so gut wie alles haben. Das kann ich ja leider... 3, 6... Machen wir gleich mal weg. Das muss ich später gucken, ob das passt. Die kann auf jeden Fall weg. Da habe ich eine bessere. So, da sieht alles gut aus. Das werden wir nochmal reparieren hier. Jetzt ist gerade ein bisschen entspannt. Bin ein bisschen weiter weg, aber ich muss sie auf jeden Fall noch wegholen. So, das packen wir wieder weg.
Das packen wir auch weg. Davon habe ich auf jeden Fall eins. Und das packe ich auch erstmal weg. Ich habe so viel Korn. Nachladen und die Hunde platt machen. Was macht ihr da drin? War das die letzte Welle? Ich glaub das fast. Ich muss erstmal schnell... Ah, hat der Dicke noch was? Kommt auf jeden Fall irgendwo noch was. Irgendwo höre ich was. Aber es kommt, glaube ich, keine Welle mehr. Oh, hier sind alle Spikes weg. Okay. Gut, die waren... Ach, was ist das? Verbrannt, oder? Okay, keine Ahnung. Hier ist ein Loch. Da machen wir erstmal einen Spike vor. Damit kann ich leben. Jetzt habe ich ein bisschen. Also... Das jetzt alles war? Ja, also gut zu tun, aber schade, wenn das, also das wäre mein Wunsch gewesen, wenn ich von hier vorne gekommen wäre. Gut, wir brauchen nicht darüber reden, wie oft ich gestorben bin. Lassen wir das. Also die mache ich einmal hier weg. Guck mal, hier ist immer so ein komisches... Ja, nicht immer. Sonst komisches Zeug drin. Ja, ich müsste... Ich hab das alles oben. Aber wie gut die Pflastersteine halten, da bin ich ja immer noch ein bisschen begeistert gerade. Ja, ich hole mir gleich anderes Werkzeug. Cool. Keine Welle mehr. Ja, die könnte ich jetzt mal einsammeln. Vieles davon sicherlich eh kaputt. Airdrop noch. Okay. Den Airdrop holen wir uns. Ja. Die Richtung. Scheiße, ich habe so eine schlechte Ausdauer, ne? Ja, die Folge machen wir noch mit dem Airdrop. Ist eigentlich total behämmert, dass ich jetzt zum Airdrop laufe, weil ich... Obwohl, so weit ist es gar nicht weg. Ne, so weit wird das nicht. Hier vorne ist der Bär, glaube ich, ne? Oh. Du machst das schon da, Bärchi. Weil ich habe zu Hause echt genug zu tun. Was werde ich machen? Ich werde auf jeden Fall noch einen Frame oben draufsetzen. Die Frage ist nur, wie logisch... Setze ich einen Frame oben drauf? Macht das Sinn? Ich habe jetzt, glaube ich, nichts zu trinken bei, ne? Undetected. Kann ich wenigstens noch ein bisschen Ausdauer hier erhaschen. So, immer geradeaus. Okay, also ist das hinter dem Berg. 12.40 Uhr. Okay. Ne, es wird da oben auf dem Berg drauf sein. Ich brauche dieses bekloppte Lederbuch. Und deswegen bin ich halt so Airdrop-süchtig. Und muss das Teil finden. Tja, es ist jetzt hier... Na, mal gucken. Wahrscheinlich muss ich gleich nochmal runter. Hm.
kann natürlich auch runtergefallen sein, oder? Geht sowas? Geht sowas, dass ein Airdrop runterfällt und kaputt geht? Da hinten sehe ich's. Oh nein! Ist doch nicht dein Ernst! Oh. Oh Mann, ey. Hätte das nicht miteinander verbunden sein können? Wie komme ich denn da hoch, ey? Breche mir bestimmt meine Füße, ey. Dämlich. Ah, mal lieber nicht laufen. So. Mal gucken. Ich laufe mal hier unten rum. Ich lasse mal den kompletten Drop außer Augen und lasse den einfach mal Loot sein. Denn interessant ist eigentlich nur das, was da oben drin ist. Das war knapp. Da hätten wir lange buddeln dürfen, glaube ich. Also Taschen nehme ich natürlich mit, ne? Aber hier so Müllkisten. Ja, auch da war in den letzten Folgen immer mal was Gutes. Aber wir wollen hier hin. Okay. Ich glaube, die SMG geht dann wirklich. Ja, aber die war jetzt hier. Ich kann mir, glaube ich, echt eine SMG machen als nächstes. Das Teil habe ich auf jeden Fall. Das kann ich scrappen. Ernsthaft jetzt? Oh Mann, ey. Das war doof. Warte mal. Destroyed Stone. Das wandeln wir nochmal. Ach, wegen dem hier Stein. Ich hatte gedacht, ich habe Steine im Invent. Was ist das? Gläser nochmal weg. Und da ist auch, glaube ich, auch nichts Ordentliches drin, ne? Dann nehme ich auch nur die Muni raus. Dann gehen wir hier nochmal hin. Zack, alles eingesammelt. Antibiotikum. Eine SMG wird gehen. Die kriege ich jetzt auf jeden Fall hin. Gut, dann geht's nach Hause aufräumen, würde ich sagen. Oh, das ist echt steil. Ja, nach Hause aufräumen, Spikes machen. Ich habe noch einige Baumstämme da. Moin. Und dann wird's aber auch nochmal wieder ab in die Höhle gehen, ne? Denn die Muni. Es war top, also die Magnum nice, muss natürlich ständig nachgeladen werden. Aber ich, genau, ich kann doch 10 mm und ich glaube die SMG nimmt 10 mm. Also lasst euch überraschen, ich habe jetzt viel mit Aufräumen und Saubermachen zu tun. Entschuldigung, am nächsten Morgen wird es aber wahrscheinlich auch noch nicht viel schicker sein, aber zumindest bin ich dann schon mal wieder ein bisschen sortiert. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Upp. Und dann geht's auf jeden Fall nicht in der nächsten Folge, aber obwohl, weiß ich noch gar nicht, nochmal in die zerstörte Stadt, denn wir haben jetzt auch noch ordentlich Muni vor allem für die Pistole gespart, weil dazu kam ich ja nicht so wirklich, mit der zu ballern. Und dann schnappe ich mir auch noch mal ein paar Polizisten in der City. Die Feral-Zombies an sich haben ja schon mal gute Dienste geleistet, da an der Stelle auch nochmal vielen Dank. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Road to Minibike, die habe ich ja schon ein bisschen davonziehen sehen. Jetzt geht's mir wieder gut. Ich wünsche euch was. Also, bis dann. Ciao.